Grüß euch auf meiner YouTube-Seite Josef von Dur. Ich bin Günter Hager. Da hinten seht ihr den Josef Biergarten. Das ist mein Lokal in Linz und darum Josef von Dur. Hier ein paar fantastische Videos von meinem Flug nach Kullu von Delhi in den Himalaya. Kullu ist ein Tal im Himalaya, Ausläufer, knapp 2000 Meter hoch. Man fährt von Chandigarh, der Bundeshauptstadt, von Punjab rauf nach Mandi und von dort geht es 3-4 Stunden rein, bis man praktisch bei Manali dann ansteht. Manali ist der Inbegriff in Indien für schlechte Straßen und dort gibt es auch nur schlechte Straßen. Aber es gibt etwas Besonderes und das ist Wintersport. In Manali hat es neben Kaschmir die einzigen Skilifte. Manali entwickelt sich zu einem kleinen Kitzbühel von Indien. Es gibt eine Überquerung, einen Pass über den gefürchteten Rottang-Pass. Rottang wird auch übersetzt als der Leichenpass. Im letzten Jahrhundert, 1900, war hier eine britische Militärgruppe unterwegs und die sind bei einem Blizzard, bei einem Schneesturm, alle ums Leben gekommen. Und ich bin über diesen Pass schon die letzten 15, 20 Jahre und sehr oft gefahren. Manchmal ging es nicht, weil die Straßen vermurrt wurden, weil Schnee gelegen ist. Ich erinnere mich noch, als Geier und Adler auf den Straßen rennten. Ich erinnere mich an Leute, die mir Murmeltiertal verkauft haben oder Safran, die verwächst. In der Zwischenzeit ließ die indische Armee einen Tunnel durch diesen Pass bauen. Und das Lustige bei der Sache, dieser Tunnel wird von einer österreichischen Baufirma, unter anderem, kennen Sie wahrscheinlich alle, die Strabag, gebaut. Geht mit mir auf den Flug, geht mit mir auf die Reise, den Anflug von Delhi, Ausläufer des Himalayas, seht diese fantastischen Bergsiedlungen, wo es praktisch keine Straßen gibt. Erinnert euch mit mir an die Seidenstraße, die hier durchgegangen ist, von der Wüste Gobi in China nach Lhasa und runter nach Ladakh, runter ins Kullu Valley und dann die Straßen nach Pakistan, Afghanistan, Türkei, ins ferne Abendland nach Europa. Viel Spaß.